Es ist ein spektakulärer Plan, mit dem Amazon-Gründer Jeff Bezos vor kurzem die Schlagzeilen erobert hat. Die europäische Ariane 6 Trägerrakete soll für Bezos innerhalb von 3 Jahren einen Internet-Satellitenschwarm ins All transportieren. 18 Flüge wurden gebucht. Noch gibt es diese Rakete nicht, die Produktion läuft aber auf Hochtouren. Auch am Standort von Beyond Gravity, vormals Ruag Space in Berndorf im Bezirk Baden, wo der Hitzeschutz für die Ariane 6 hergestellt wird. Es ist echte Handarbeit, die hier in Berndorf für das Weltall produziert wird. Der Hitzeschutz für die Rakete wird millimetergenau nach einem Bauplan zugeschnitten, zusammengeheftet und mit einem Glasfaserfaden zusammengenäht. Eine gewisse Ehrfurcht vor den Projekten haben wir immer, die herrscht hier im ganzen Haus. Und selbstverständlich ist das irrsinnig spannend, wenn man sich dann denkt, dass das ein Riesending ist, das irgendwann einmal einfach ins All geschossen wird. Mit Satelliten hat man bei Beyond Gravity Erfahrung. Rakete ist es die erste, für die man eine Thermalisolation herstellt. Diese soll Teile der Raketentriebwerke schützen und muss bis zu 1500 Grad Celsius standhalten. Eine Temperatur, bei der Eisen schmilzt. Anfänglich hat man mal von 5 bis 6 Raketenstarts und damit Foliensätzen oder Hitzeschutzsätzen gesprochen. In der Zwischenzeit gehen wir ja dank der in der Presse bekannt gewordenen Amazon-Satellitenschwarm-Konstellation, die aufgebaut wird, von bis zu 12 Sätzen aus. Und das ist natürlich eine Verdoppelung zu der bisher gebauten Ariane 5. Also die Branche nimmt hier richtig Fahrt auf. Auch immer mehr Unternehmen aus Niederösterreich wollen am großen Weltraumkuchen mitnaschen. 30 bis 40 sind es derzeit, Tendenz steigend. Die Plattform für Luft- und Raumfahrt will sie vernetzen, auch weil sie vom Bund offenbar zu wenig Unterstützung bekommen. Der Beirat der Plattform fordert mehr öffentliche Investitionen in die Raumfahrt. Österreich ist Mitglied der Europäischen Raumfahrtorganisation. Die Beiträge, die Österreich hier allerdings liefert, entsprechen nicht dem, was es eigentlich machen sollte. Und ich glaube, es spricht da nichts dagegen, wenn einzelne Regionen, wie zum Beispiel hier in Niederösterreich, zusätzlich etwas leisten wollen und hier Dinge vorantreiben wollen. Da wollen wir uns durch den Bund nicht bremsen lassen. Auf Tempo setzt man jetzt auch bei der Ariane 6 Trägerrakete. Die erste soll noch heuer starten, eingepackt in millimetergenaue Handarbeit aus Berndorf.